So, liebe XX-Camping-Follower, ich stehe jetzt vorm Pössl Tuwin Vario. Ein Fahrzeug, das ich immer mal gern abfilmen wollte. Und ja, ich lege jetzt einfach mal los. Preis ist hier keiner dabei. Das ist noch ein Vermietfahrzeug bei der Firma Schafreutl in Kirchheim am Neckar. Aber trotzdem möchte ich das Fahrzeug mal abfilmen, möchte es einfach mal angucken. Lasst uns einfach mal anfangen, damit ihr seht, was sind die Spezifika an dem Fahrzeug und was macht das Fahrzeug aus und warum heißt der Vario. Also bleibt dran, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, über ein Abo würde ich mich freuen. Bis dann nach dem Intro. Ciao, ciao. Hallo, hier ist Andi von XX Camping und ich freue mich, dass ihr unseren YouTube-Channel besucht. Themen wie alles rund ums Auto, Campingplätze oder Stellplätze werdet ihr hier finden. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, denn es gibt auch noch Mausi, wenn ihr unseren Channel abonniert und uns regelmäßig besucht. So, Tuwin Vario. Ihr seht, er hat einen extrem hohen Aufbau. Es ist auf Citroën-Basis und wir laufen einfach mal geschwind um das Fahrzeug rum. Ihr kennt es ja in der Zwischenzeit schon. Ich mache auf jeden Fall mal die Seite auf, dass wir nachher auch gleich reingehen können. So, gehen wir einfach weiter um das Fahrzeug herum. Tuwin Vario, er hat einen Busbiker hinter schon dran. Busbiker ist ein Fahrradträger. Ein großer Vorteil in dem Teil ist, ihr könnt es runterklappen, könnt dann die Hecktüre aufmachen und der Fahrradträger belastet hier nicht die Hecktüre. Also ihr könnt ihr auch ohne Probleme und ganz locker eure schwereren E-Bikes mitnehmen. Das Fahrzeug hat eine Rückfahrkamera, hintere Fenster, nach hinten raus, so ist keine Seitenfenster. Und gehen wir mal noch mal weiter auf die Seite. Wir sehen hier an dem Pössl Tuwin Vario, wir haben hinten die Kassettentoilette mit einer Soganlage. Schaut euch das Thema Soganlage mal an, ich finde es mega sinnvoll. Tolle Geschichte, damit es im Fahrzeug nicht riecht. Dann haben wir daneben eine Truma, und zwar hier eine Heizung und Warmwasserbereitung. Und da daneben ist dann der Anschluss für Elektro, hier an der Stelle für euer Landstrom. Landstrom nenne ich es einfach mal. Hier im vorderen Bereich haben wir dann noch alles, was zum Thema AdBlue gehört und der Dieseltank. Ich mache das Fahrzeug mal auf. Heute machen wir es mal ein bisschen anders. Dann wir schauen mal von vorne in das Fahrzeug rein. Wie gesagt, Citroën Optik. Es hat eine Seitenverdunklung, das Fahrzeug. Es hat eine Frontverdunklung. Am Lenkrad habt ihr hier die Bedienteile für Radio und fürs Telefon. Dieses Fahrzeug ist ein Schalter, das sieht man auch hier, und wir haben hier ein Navigationsgerät drin und ein Radio sowie eine, so wie ich sehe, eine Klimaanlage. Das Fahrzeug ist übrigens, wenn ihr mal die Teile anguckt, so ähnlich aufgebaut wie ein Fiat Ducato. Braucht uns nicht wundern, warum und weshalb, weil der Fiat Ducato und der Citroën der gleiche Aufbau haben, oder vielmehr das gleiche Chassis. Ich sage immer, wenn man das Fahrzeug anguckt, ist eigentlich nur vorne der Frontbereich hier ein bisschen anders. Der Motor war oder ist bei diesem Fahrzeug auch noch der Citroën Motor. Und ich glaube, ab den neuen Baujahre läuft alles von einer Linie. Und dann kommt dann einfach bloß ein anderes Logo vorne drauf und der Fall ist erledigt. Übrigens hat das Fahrzeug auch Nebelscheinwerfer. Als wir jetzt von Polen zurückgekommen sind, von unserem Polo-Urlaub, haben wir doch gesehen, dass auf einem Transporter Fahrzeuge Citroën drauf standen, Peugeot drauf standen und Fiat. Also ich gehe sogar aus in der Vermutung, dass in Polen alle drei Fahrzeuge gebaut werden. Wie gesagt, auf dem gleichen Chassis und einfach nur die Front ausgetauscht. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir einfach mal rein in den Pössl. Was der Pössl hier hat, ist eine Außenmarkise, und zwar von Dometic. Und jetzt gucken wir mal rein ins Fahrzeug. Wir haben
hier einen großen Kühlschrank, der von beiden Seiten zu öffnen ist. Wir fangen einfach mal so an. Dann sehen wir auch gleich schon in die Dinette. Im unteren Bereich haben wir, was ich toll finde beim Pössl, der spart nicht an 220 Volt und an USB-Steckdose. Und wir haben hier im Fahrzeug eine elektrische Trittstufe. So, wie ich sehe, das Fahrzeug ist ein Vermieterfahrzeug. Das heißt, Ende des Jahres werden die Fahrzeuge immer wieder verkauft. Deswegen könnt ihr jetzt schon mal anklopfen und könnt sagen, hey, nach der Saison interessiert mich das Fahrzeug. Oder er wird vielleicht sogar jetzt gerade schon verkauft. Aber es sieht eher aus, als ist schon momentan in der Vermietflotte. So, auch nochmal der Blick nach vorne. Auch hier Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, dass ihr Platz habt an der Dinette. Dann haben wir hier einen großen Esstisch, wo auch hier eine Platte zum Ausdrehen oder Rausdrehen ist, zum Platz erweitern, dass auch tatsächlich vier Personen Platz haben. Im Unterbereich, was ich auch immer toll finde, gucken wir einfach mal rein. Hier hat es noch Verstauraum. Und hier unter wird, ich vermute mal, sicherlich die Bordelektronik sein. Ja, aber sauber aufgeräumt beim Pössl. Dann gucken wir mal in den hinteren Bereich. Ach nee, was vergessen. Bedienteile, CBE-Bedienteil, Truma Heizung und Truma Warmwasser. Toll finde ich immer wieder die Beleuchtung im Pössl. Wir lassen sich da erst was einfallen hier. Einmal haben wir Aufbauleuchte und jetzt gehen wir richtig rüber ins WC, in der Küchebereich. Hier habt ihr Einbauleuchte. Gucken wir geschwind mal weiter. Tolle Lösung hier von Dometic. Übrigens sind das meine Lieblingswaschbecken. Ihr habt hier gesuckelt, gesabbert und ihr könnt dann ganz einfach nur euer Schmutzwasser unten in das Waschbecken reinschieben und das Ding ist wieder sauber. Anders wie bei den anderen. Und daher wirklich sauber Tisch abputzen, könnt ihr auch gleich da reinschmutzen oder schiebe der Dreck und das Schmutzwasser. Von daher relativ gut. Auch hier eine relativ lange Fläche auch zum eure Gurken zu schnippeln oder Tomaten. Hier im oberen Bereich haben wir noch einen Schrank. Und hier haben wir auch noch einen Schrank, also Platz auch hier. Und hier haben wir natürlich eine große Schublade. Also, sorry, ich mache nicht alles auf. Da wird schon Kirle, so viele haben die da hier. Tolle Lösungen. Also wirklich mega viel. Also nochmal hier, sieht man es nochmal. Hier Besteckkasten. Also da unten ist nochmal und da ist nochmal und fertig. So. Jetzt gucken wir immer noch in den hinteren Bereich. Hier haben wir einen Schlafplatz für zwei Personen. Also Kittys können hier locker Platz machen oder die Eltern. Hinter hat es zwei Ausstellfenster und Vario Plus ist extrem hoch. Ihr werdet gleich sehen, warum. Auch hier hat es Schränke und hier hat es noch einen Schrank und Schrank über Schrank und hinter hat es sogar zwei Lautsprecherboxen und nochmal ein Ausstellfenster und ganz oben auch nochmal ein Hecki. Hier noch genug Platz. Ich mache mal einfach mal so einen Schrank auf, dass ihr seht. Platz ohne Ende. So. Hier wird es zwar ein bisschen eng, aber für kleiner Gewachsene und nicht so stabile wie mich, dürfte zwei Personen sicherlich hinpassen. Jetzt gucken wir mal geschwind nach vorne. Oh, Steckdose. Hier Steckdose und hier 12 Volt Steckdose. Jetzt werdet ihr euch wundern, weil ich sage, Mensch, mein Gott, warum brauche ich denn so ein hohes Fahrzeug? Jetzt kommt Trick Nummer 17. Oder 18. So, jetzt kommt Trick Nummer 17. Ihr werdet euch wundern, warum brauchen das Fahrzeug so hoch oder warum ist das so hoch? Ja, weil wir hier oben noch, ihr werdet keine Leiter hochholen zum Hochsteigen. Sondern schaut einfach mal nach oben. Hier habt ihr oben noch einen großen Schlafbereich für zwei Personen. Genügend Platz mit dem Kopf da rüber. Also dieses Fahrzeug kann für zwei Personen mit zwei Kindern genutzt werden. Also in Summe für vier Personen. Und ihr habt genug Stauraum, was ihr gerade eben schon gesehen habt. Ganz einfach.
Jetzt sind zwei hydraulische Stoßdämpfer auf der Seite. Einfach wieder zurücklassen und schwupp, alles ist oben. Ihr müsst es selber ausprobieren, das ist das Wichtige. Das Thema ist, wartet schön, ich gehe mal wieder auf die Seite rüber. Das Thema ist, fühlt man sich da beengt in dem Fahrzeug oder nicht beengt? Befindet man sich meistens eh draußen vor der Tür? Befindet man sich nicht, wenn man zu zweit oder zu viert reise? Ich sage, dieses Fahrzeug geht definitiv zu viert. So, nun gucken wir in den Bereich, über den fahren, wo duschen wir denn oder wo ist die Dusche und wo ist das WC? Natürlich ist der Platz dem geschuldet, vier Personen gehen hier mit. Wie groß ist die Dusche? Aber auch hier, trotz meinem Bauch und trotz meiner Größe und trotzdem, dass es hier ein Vario ist, das ist extrem ja hoch, Vario, ja, ihr könnt euch ja erinnern, seht ihr hier die Dusche und das WC und das Waschbecken. Oh, keine Duscharmatur. Passt mal auf. Wir haben hier auch ein Schwenkbad. Das heißt, Achtung, von der Größe her genug Platz tatsächlich, um zu duschen. Deswegen kompakt auf diesem Raum so viel unterzubringen, ist der Vario ja schon echt eine Wucht. Großer Vorteil, wenn ihr noch einen Hund habt. Es gibt ein Seitenfenster, gut auch für die Entlüftung. Es ist eine Dometic Sitztoilette oder Toilette. Und hier im hinteren Bereich könnt ihr dann auch euren Duschschlauch rausnehmen und könnt draußen vor der Tür duschen. Wer sagt, das Fahrzeug ist, und ich zeige euch schön mal was, dass ihr mich mal seht. Jetzt guckt mal nach oben, wie viel Platz das ihr da habt. Ich komme nicht an die Decke und ich bin 1,74 Meter. Also Platz ist genug auch für große Menschen. Gucken wir uns das einfach nochmal an. Und gucke nochmal nach oben. So, schaut euch das an. Ihr seht so ungefähr meine Hand. Ich komme nicht ganz hoch. Ich komme gerade mal da hin, um dieses Bett runterzuziehen. So viel Platz hat es in dem Auto. So, zum Tuwin Vario. Vier Sitzplätze. Zwei plus zwei, je nachdem, Kittys groß, klein, Schlafplätze, also mindestens zwei plus eins. Es geht sogar optional zwei plus eins, da müsst ihr aber der Sitzplatz umbauen. 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, Länge 5,998 Meter, Breite 2,50 Meter, Höhe, und jetzt wird spannend, 3,1 Meter. Also Höhe, ihr hört richtig, 3,1 Meter. Serienmäßig mit Schwenkbad, großzügige Küche, viel extra Staufächer, das habt ihr ja gesehen. Leistungsstarker Kompressorkühlschrank in beide Richtungen zu öffnen. Technische Daten nochmal kurz durch. Radabstand 4,35 Meter. Innerhöhe 2,45 Meter. Gesamtgewicht, Masse im fahrbaren Zustand 2,99 Tonnen. Also ihr habt 500 Kilo Zuladung. Zuladung bei 20 Liter Fahrwasser ca. 501 Kilo. Anhängelast ungebremst 750, gebremst 2,5 Tonnen. Heizung Druma 4 Kombi. Boilerinhalt 10 Liter, Frischwassertank 100 Liter, Abwassertank 80 Liter, 2 Gasflasche. Ladegerät in Ampere 16 Ampere. Batterie 95 Amperestunde. USB-Steckdose, eine, Kühlschrank, ca. 100 Liter, Absorber. Fenster, drei Stück im Wohnraum, zwei Stück hinten. Dachfenster, mehrere Sitzplätze, drei Punktgurte, vier Stück Schlafplätze, habe ich schon gesagt. Liegefläche, Heck, Stockbett, das Heckbett 1,9 Meter Länge, 1,4 Meter oder vielmehr 1,2 Meter Breite. Hubbett 2,50 Meter Länge und 1,40 Meter Breite. So, nun mal kurz zum Tuwin Vario. Ja, das Fahrzeug steht bei der Firma Schafhäutle zum Ausleihen. Ich würde immer wieder empfehlen, leiht euch erstmal ein Fahrzeug ausprobiert aus, wie es denn so ist. Wie gesagt, der hier ist für vier Personen geeignet.
Schaut ihn einfach mal an, fahrt in Probe, leiht ihn euch mal aus für 7 Tage und schaut, ob euch Campen überhaupt gefällt. Aber ich finde, es ist eine optimale Lösung, wenn jemand ein nicht zu großes Fahrzeug möchte. Von daher, ja, bis denn, euer Andi und eure Mausi. Wie immer, lasst ein Like da. Dieses Mal mit dem Tuwin Vario von Pössl. Und wir sehen uns und bis denn und ciao, ciao.